Normalerweise ist die 13 ja nicht gerade als Glückszahl verschrien, aber in Kolditz war es nun mal die 13. Schlossweihnacht, die am Wochenende zahlreiche Besucher in die historischen Gemäuer lockte. Wie in jedem Jahr hatten sich die Veranstalter wieder einiges einfallen lassen, um die Gäste zu verwöhnen. Natürlich waren bei den frostigen Temperaturen hier zuerst die Heißgetränke wie ein leckerer Glühwein hoch im Kurs. Aber auch eine kräftige Feuerzangenbowle über offenem Feuer gekocht war gut zur Aufwärmung geeignet. Nur im liebevoll nachgebauten Stall von Bethlehem mussten sich die Ziegen mit Möhren und Brot zufrieden geben, während Maria und Josef an der Krippe wachten. Viele weitere Stände mit weihnachtlichen Dekorationen waren allemal einen Blick wert und nicht viele Städte können auf einen Weihnachtsmarkt im Schloss verweisen. Musikalisch wurde natürlich auf der Bühne auch einiges geboten. Die Kleinen von der Grundschule Kolditz beispielsweise begeisterten Eltern und Besucher und trugen mit Tanz und Gesang zur Weihnachtsstimmung bei. Ein Hof zuvor stand Blasmusik auf dem Programm. Die Bläser aus Trebsen gaben den Besuchern auch hier ein musikalisches Stelldich ein und so machte ein Gang über den liebevoll hergerichteten Schlossweihnachtsmarkt gleich doppelt so viel Spaß. Zwei Tage lang war weihnachtliche Stimmung auf dem Kolditzer Schloss angesagt. Gelungen wie jedes Jahr wurde also auch die ungeliebte 13 toll über die Bühne gebracht.